keine rückständigen Barbaren. Und tipp, je mehr Dekoration ihr habt, desto glücklicher sind eure Bürger. Ja, also der Typ, der neue Aufgaben. Good Game Empire Quests. Ausrüstungsgegenstände. Ihr könnt euren Feldherrn durch Ausrüstungsgegenstände verbessern, damit eure Armee einen Vorteil in der Schlacht haben. Finde Ausrüstung mit Qualität gewöhnlich. Es wird ein toller Vorteil, glaube ich, wenn die Qualität gewöhnlich ist. Tipp, ihr könnt Ausrüstungsgegenstände beim Plündern von Raubritterburgen finden. Je höher das Level der Raubritterburg ist, desto höher ist die Chance auf bessere Ausrüstung. Ja. Hätte ich jetzt mal nicht gedacht, wisst ihr Eure das? Burg muss bewacht werden. Wer kümmert sich schon um den Verbrauch von ein paar Bauarbeitern? Wir haben ja genug davon. Ah ja, wir haben vor allem Bausklaven hier, die überhaupt nichts kriegen. Tipp, durch das sofort Fertigstellen von Gebäuden gegen Rubine könnt ihr viel schneller vorankommen. Ja, wir brauchen also noch einen Farmer. Und mein Held, ja. Ja, das war der hier. Verdammt. Wir sollen noch eine Deko aufstellen. Komm, stellen wir einen Wegweiser auf. Das ist voll Ich habe zwei dekorativ. Pranger aufgestellt. Den stellen wir einfach mal irgendwo hier in die Gegend da, wo ihn eh keiner braucht. Also So ich, lädt Viecher. zumindest der Typ ist dann zufrieden. Nein, der ist eine Schnauze. Nee, wäre schön. Das Farmhaus. Quist ist, keine Ahnung, wie man es ausspricht, weil ich kein Französisch habe, aber wie auch immer, wir sind eindeutig nur auf dem richtigen Weg, diese kleinen Fleck wohnsicher für alle zu machen. Ja. Alter, man hat die eine Aufgabe erfüllt und da kommen gleich zwei neue. Ja, es ist Ist immer so. ein Traum, Irgendwann Alter. steht da einfach so ein Buch und da steht. Da hast du auch schon das Buch. Bei mir steht immer noch das Buch und dann kommt so drei, vier neu immer. Wird einfach eingetragen in meinem Buch, dass ich neue Quests zu erfüllen habe. Ja. Mein Held, der 2 von 4. Also, klicke hier um die. Ich will die Münzen nicht. Quest, ich weiß zwar gar nicht, was die Quest war, weil ich das nicht lesen konnte. Aber die Quest ist erfüllt. Das sollte gerade so reichen, um wenigstens den gröbsten Schaden zu beseitigen. Wie auch immer, ich bin mal weg. Auf dem Das wird neuesten noch Stand. so cool hier. Am Ende Eure steht da. Widersacher beäugten euch gierig, zeigt Stärke! Baue Turm Stufe 1. Tipp! Türme erhöhen die Möglichkeit, Anzahl. Was? Eure Burg muss bewacht werden, Quest erfüllt. Ich weiß zwar gar nicht, was die Quest gerade war, die ihr meint, aber sie ist erfüllt und ihr seid auf dem besten Weg, ein Imperium zu errichten. Muhaha! Wo bleibt der Todesstern? Und ich sage, sollte auch mal der Steuertyp wiederkommen. Ja. Der kommt nicht alleine. Die Frage ist dann, wo ist er? Du musst auf ihn klicken. Mach das weg. Drück aufs Kreuz. Ich hab doch aufs Jetzt Kreuz. ist er irgendwo. Da ist er doch. Da ist er das? Nee, du musst, glaube ich, da irgendwo auf, drauf. Da. Markt des Nein. Königs. Das ist der Markt. Der ist aber dabei irgendwo, habe ich ihn mal gesehen. Reiseübersicht, Wirtschaft, Militär, vielleicht unter der Wirtschaft. Vielleicht, ich weiß gerade nicht so. Verwaltung, Verwaltung, das klingt doch nach den Steuern. Burgname Drachenfeste. Springe zu. Wappen ändern. Während des Anfangsschutzes nicht möglich. Ja, also was das alles sein soll, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, seit wann hatten die im Mittelalter Koffer? Kann mir das mal einer erklären hier? Ich kann dir gar nicht sagen, noch nicht mal sagen, wo hier im Mittelalter liegt. Also, Markt des. Nicht Markt des Königs, das war unter. Das andere.
Wirtschaft. Was haben wir denn da noch? Benötigt Forscherturm. Übersicht. Ja, der Forscherturm-Ding habe ich noch nicht immer. Wir sollen jedenfalls. Ja, neue Aufgaben ist mir ganz egal. Auf den neuesten Stand. Ja, wir brauchen einen Turm. Wollte ich doch gerade machen. Lass mich doch erstmal. Und komm nicht immer mit neue Aufgaben. Das hilft mir nämlich auch. Turm. Toll, und kriege ich drei Wellen auf einen Gang gehetzt. Ah. So, jetzt ist hier jemand reingekommen für ungefähr 10 Minuten gefühlt. Auf jeden Fall, Quest erfüllt, macht weiter so und ihr schafft es bis ganz nach oben. Ah ja, und was ist ganz oben? Da wird auch irgendwas sein. Neue Aufgaben. Kaboom. Ihr könnt eure Feldherren durch Ausrüstungsgegenstände verbessern, damit eure Armeen einen Vorteil in der Schlacht haben. Tipp, ihr könnt Ausrüstungsgegenstände beim Plündern von Raubritterburgen finden. Je höher das Level der Raubritterburg ist, desto größer ist die Chance auf bessere Ausrüstung. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch bis eine Dreiviertelstunde voll ist und dann haben wir drei Folgen. So machen wir das jetzt immer ungefähr bei jedem Spiel. Ja. Was war die Aufgabe genau? Ach ja, gewöhnlich. Das war ja immer noch der ewige Wettlauf. Baue einen Turm. Ihr könnt euch jetzt einen entscheidenden Vorteil verschaffen. Tipp, durch das Sofortfertigstellen von Gebäuden gegen Rubine könnt ihr viel schneller vorankommen. Wir wollen aber nicht schneller vorankommen. Wir wollen langsamer vorankommen. Dann kapiert ihr das endlich. Ich schlag die Burgflächenerweiterung 3 von 4 und baue Turmstufe 1. Müssen wir 2 machen. So, dich upgraden wir. Können wir dich gleichzeitig auch upgraden? Wie kann man die gerade machen? Anscheinend nicht. Hallo. Münzen abholen. Steuern. Bestecht den Steuereintreiber für einen Münzbonus, um dafür, dass die Münzen nicht mehr verloren gehen können. Diese Dinge gehen verloren. Der ist scheiß fies, habe ich auch gesagt. Dann kriegt man nur mehr Münzen. Bestechungsbonus. Achso. Abholen. Steuern eingenommen. Ihr habt erfolgreich Steuern eingenommen. 6 Münzen haben wir eingenommen. Wie hoch sind die Steuern in diesem Land? Und wie viele Einwohner haben wir? Mal 6. Ja, es sind aber 6. Du hast eben nicht die höchste Anzahl genommen. Ihr könnt euch. Ihr könnt euch jetzt einen entscheidenden. Ja, das wissen wir doch schon. Ja, wir brauchen noch einen Turm und eine Burgflächenerweiterung. Und diesen scheiß Typ, den wir da gerettet haben, den müssen wir auch endlich mal abschlachten. So was Ähnliches passiert auch noch. Ja, hoffentlich. Ich sag dir, das wird echt krass. Echt krass. Das ist sozusagen kannibalisch schon etwas in der Richtung. Oh, wir dürfen ihn auffressen. Nein. Dann freue ich mich. Ganz. Das wäre cool. Kannibalisch. Kannibalisch ist Menschenfressen. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Alter, warum? Belohnung abholen, ja. Machen wir. Wir holen immer die Belohnung ab. Lohnt sich ungemein. Wenn man die alle 5 Minuten kriegt. Ja, wir wissen, dass wir Fortschritt haben. Baumenü. So. Erweiterung kaufen. Ja.
Quest erfüllt, eure Bastion erstrahlt in neuem Glanz. Ja, und du erstrahlst gleich im neuen Scheiß. Wenn ich mit dir fertig bin. Ja, Fortschritt. Und wir haben nur noch 3 Quests da. Da gehen die sogar weg. Mein Held, ja. Oh weh, seht euch nur diese völlig überfüllten Bruchbuden an. Das geht ja mal gar nicht. Ein Tipp, ihr müsst unbedingt mehr Wohnhäuser in eure Burg bauen. Du sagst gerade was über Bruchbuden und dann willst du, dass ich noch eine baue? Also du kannst dich auch irgendwie nicht entscheiden, oder? Ich wäre ja mal dafür, endlich mal ein richtiges Haus zu bauen und nicht so ein Stall, in dem die Leute wohnen müssen. Das ist Menschenquälerei. Aber jetzt mal echt. Geht so nett. Da hinten sehe ich gerade ein Ausrufezeichen. Hier wieder eine Schatztruhe, in der 50 Baumstämme einfach mal reingelegt wurden. In eine Schatztruhe, die aus Holz ist. Und nicht mal ein Baumstamm reinschaffen würde wahrscheinlich. Aber natürlich sind da 50 von drin. Ja, wie das ja auch in echt so ist. Wissen wir ja Bescheid. Nur Quest erfüllt nun ja besser als nichts, denke ich. Keine neuen Aufgaben. Was ist denn hier los? Ja, finde Ausrüstung gewöhnlich. Zeit für Aufschwung. Baue Steinbruch. Lasst euch von diesen Gewerkschaftern nicht irritieren. 36 Stunden Arbeit am Tag sind völlig angemessen. Ja, bis auf dass ein Tag 24 Stunden hat, ist ja alles gut. Tipp! Ihr habt nicht genug Rohstoffe, vielleicht solltet ihr sie euch einfach von einem Nachbarn holen. Ich will nicht von einem Nachbarn holen. Ich auch nicht. Ziegen Nachbarn, die wollen nämlich immer extrem viel Zinsen. Wisst ihr ja Bescheid. Quest erfüllt! Eure Burg wächst und gedeiht! Ja, schön. Level 6. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt ein neues Erfahrungslevel erreicht. 60 Rubine wie immer und neues Gebäude wurden euch im Baumenü freigeschaltet. Unter anderem der Steinbruch der Stufe 2, das Farmhaus Stufe 2, das Wohnhaus Stufe 2 und natürlich das Plumpsklo. Das ist ja auch das Wichtigste. Und das Wohnhaus Stufe 2 sieht aus wie ein Stall mit einem Vordach. Großbaustelle. Nun solltet ihr gleich mehrere Holzfäller ausbauen, um die Holzproduktion weiter zu steigern. Holzfäller auf Stufe 2 ausbauen, müssen wir noch einen tun. Tipp, platziert erst einen weiteren Holzfäller Stufe 1, um diesen dann ebenfalls auf Stufe 2 aufzubauen. Ja, das ist mir ja, das war die schlauste Idee ever. Ich glaube, du sprichst es irgendwie falsch aus. Was? Eine Minute dauert das, Alter. Dann höre ich die Aufnahme gleich mal auf. Also, ich würde sagen, ihr hattet jetzt ja einen kleinen Einblick in dieses Spiel. Ihr findet es unter der Adresse, die werde ich euch noch in die Beschreibung packen natürlich, weil einfach, ihr wisst schon, damit ihr es halt selber zocken könnt. Und ich würde sagen, das war's dann von den ersten 3 Folgen von Let's Online. Also, wir werden uns dann das nächste Mal sehen. In einem werde ich mal sehen, was wir dann zocken im nächsten Mal. Vielleicht das, was er zockt, vielleicht das andere Spiel, das so ähnlich ist. Wie auch immer. Ich würde sagen, das war's. Und das würde ich sagen,
Tschüssi, Koski.